So. Ich melde mich heute mal an diesem Morgen des 4. Mai von der Fürther Freiheit, von den Springbrunnen an der Konrad-Adenauer-Anlage, die nachts oder abends übrigens wunderschön leuchten, wie ich vorgestern bzw. wir vorgestern herausfinden durften. Und heute besuche ich alle Stationen der Rangaubahn, so schnell wie es geht. Ja, auch das gehört zu diesem Hobby dazu. Ich bin jetzt an der alten Feste ausgestiegen, was einfach den Grund hat, dass ich hier diesen altbewährten Back-and-Forth-Station-Approach, wie Georgia das immer nennt, also hin und her fahren und dabei die Stationen besuchen, heute hier auf der Rangaubahn anwenden werde und hier ein Halbstundentakt gefahren wird, in den Zirndorf sich die beiden Züge begegnen, wie wir später auch noch sehen werden. Das heißt, es macht Sinn, wenn ich von einem mit dem Zug von Fürth her komme, dass ich hier warte, in 5 Minuten kommt nämlich der Zug nach Fürth zurück. Dann fahre ich bis Westvorstadt, laufe bis Dambach und steige dort ein in den Zug nach Zirndorf. So kann ich taktisch vorgehen und Zeit sparen. So. Was ich unterschätzt habe massiv, ist die Zeit, die ich nach Dambach habe. Ich habe jetzt noch eine knappe Viertelstunde. Ja. Auch das gehört dazu, ein bisschen Bewegung, die ich gleich wieder haben werde. Denn ich werde das gleiche jetzt zwischen Zirndorf und Zirndorf-Kneipp-Allee nochmal machen. Also Zirndorf aussteigen, bis Kneipp-Allee laufen. Dort einsteigen in einen Zug nach Karlsburg. Hier würde zwar ein Bus fahren, allerdings erst in einer halben Stunde. Der bringt mir also nichts, also zu Fuß gehen. Ich habe hier heute schon so viele schöne Graffitis gesehen. Also hier in der Gegend gibt es wahrscheinlich wirklich welche, die das gut können und nicht einfach nur, das ist doch scheiße, ne? Das ist doch scheiße. Aber das sieht doch richtig geil aus, oder? Schau dir das an, ey. Und das ist eben diese Kneipp-Allee, nach der Haltepunkt benannt ist. Ich bin jetzt quasi schon am Haltepunkt Kneipp-Allee. Hab gerade mal geschaut, wie es so weitergeht. Und zwar zwischen Weierhof und Egersdorf muss ich dann laufen. Dauert laut Maps 41 Minuten. Das heißt, ich schaffe das in der guten halben Stunde, die ich habe. Soll ich das schaffen? Da muss ich mich aber beeilen. Hier ist die Strecke, der Weg, den mir Google Maps vorgeschlagen hat.
hat keinen Gehsteig. Zug ist durch, das ignorieren wir jetzt ausnahmsweise mal. Das wird so verdammt knapp. Der Zug kommt in so 8 Minuten, laut der VGN. Da vorne sind Häuser. Das heißt, ich muss da nur links runter. Hoffen, dass der Bahnübergang noch nicht unten ist. Ein Bahnübergang bei Rot überschreiten tut natürlich nicht. Das war gerade eh nur eine Ausnahme, weil auf der eingleisigen Strecke, wenn der Zug durch ist, kann sich dir 100% sicher sein, dass da nicht noch einer kommt. Bitte das eigentlich nicht machen. Auf Wiedersehen. Ich bin jetzt in Karlsburg am Brunnen, am Rathaus und war jetzt noch mal kurz am Aussichtsturm, der übrigens auch was mit der Bahnstrecke zu tun hat, der auch wegen der Bahnstrecke gebaut wurde. Dachte mir, schauen wir noch kurz Karlsburg an. Wir haben insgesamt 1 Stunde und 55 Minuten gebraucht, um alle Stationen der Rheinbahn zu besuchen. Ohne Ein- und Aussteigen aus demselben Zug und an jeder Station mit dem Zug angekommen oder abgefahren. Das sind die Regeln. So. Und ich denke, auch das hat noch nie jemand vor mir geschafft. Ja. Die gesamte Rheinbahn in 1 Stunde 45 Minuten. Unter 2 Stunden. Ich bin jetzt nochmal privat. Also ohne Zusammenhang zur Rheinbahn oder zum Kanal. Hier an der Alten Feste ausgestiegen, um eben nochmal hoch zur Alten Feste zu gehen. Was ich mir heute noch vorgenommen habe zu machen, weil ansonsten komme ich hier halt nicht so oft her. Ehrlich gesagt habe ich ein bisschen Angst. Aber es ist auch geil. Man kann da hinten bis Erlangen sehen. Das da hinten ist Erlangen. Der E10 ist langsam unterwegs. Auf jeden Fall muss man hier mal hingehen, in der Dämmerung. Also jetzt nicht alleine, ich weiß schon, mit wem ich hier mal hingehen möchte. Also, ich werde auch Aufnahmen dann hier wahrscheinlich veröffentlichen. Von der Dämmerung über der Alten Feste gibt es bestimmt schon. Die Windgeräusche sind wieder dominant. Das war gerade ein RE10, der wahrscheinlich auf HP2 in den Bahnhof Fürth einfährt. Das ist hier übrigens alles Fürth. Und da es in diesem Video ja um die Rangaubahn geht, sollte dieses Video auch mit der Rangaubahn aufhören, welche da hinten gerade über die 7-Bogen-Brücke fährt, gleich an der Westvorstadt halten wird und nochmal hier unten in Dambach. Und jetzt ungefähr 3 bis 5 Minuten später, da unten am Haltepunkt Dambach, nochmal zu sehen.